Action an der alten Festung. Was haben wir denn da schon wieder drauf? Ei. Einfach mal mit ein paar Basic-Ködern hier an der alten Festung stehen. Heißt aber noch lange nicht, dass das alles ab Level 12 ist. Ei, Alter. So soll das doch sein. Einfach mal schön zur alten Festung gehen und dann... die Rutenart am Limit. Alter, da geht gar nichts mehr. Krass. Zuletzt natürlich noch schön die dicke, fette Amour-Trophy gezogen. Schmeckt absolut. Dankeschön auch für die Tipps und Tricks unten in den Kommentaren zum schwarzen Amour. Der wird dann als nächstes nochmal angegangen. Und jetzt bin ich gerade hier an der alten Festung. Einfach mal so ein bisschen auf Basics. Und ich dachte mir, komm, versuch doch mal ein bisschen auf Schleie. Weil neben Brasse und Amuren kloppen sind doch auch die Schleien immer super sexy an der alten Festung. Und machen auch richtig Bock, wenn sie denn reinrasseln. Und die große Frage ist immer, welcher Köder ist gerade ideal für die Schleie? So, jetzt pumpen wir den mal hier so ein bisschen rüber. Komm mal ran hier. Ja, und die große Frage ist halt, welcher Köder? Und ich habe Köder getestet. Ich hatte jetzt gerade Käse dran, ich hatte Würmer dran, verschiedenster Couleur. Ich hatte Honigteig mit dran. Und jetzt gerade rasselt hier die erste dicke Schleie rein auf Quarkteig. Quarkteig, Alter. Schön auf dem Quarkteig. Und auch da gerade noch ein kleiner Amour. Das scheint jetzt gerade ein etwas dickerer Kandidat zu sein. Ich bin hier relativ grob für das Ganze unterwegs. Das bedeutet, das hier ist jetzt alles ein Setup, was nicht zwingend ab Level 12 festungsgeeignet ist sozusagen. Heißt also, wenn du denkst, boah geil, alten Schlein kloppen, wirst du damit verschiedene Schwierigkeiten haben. Zum einen der Köder. Wo kriegst du denn mit Level 12 den Quarkteig her? Gar nicht, würde ich sagen. Muss man sich selber herstellen. Die Komponenten sind recht teuer. Das kommt noch dazu. Gibt es dann erst am Koori, ab Level 16 also. Das bedeutet also, im Großen und Ganzen kann man das zwar an der gleichen Stelle versuchen. Das ist ja ein Spot, den ich auch schon mehrfach in verschiedenen Videos als Allround-Spot immer angepriesen habe. Also da kann man sich gut hinstellen, ob das mit einem Wurm ist, mit einem Regenwurm, mit einem Mistwurm oder einfach mal mit einem Maiskorn oder sowas. Da wird immer mal was reinrasseln. Also wirklich eine gute Stelle für so mancherlei. Wobei ich jetzt anfangs heute sehr viele Rotaugen an dem Spot hatte und die wollen wir natürlich nicht zwingend haben. Auf das Setup gehen wir natürlich auch gleich ein, schön detailliert. Ich bin hier, wie gesagt, relativ grob noch unterwegs, weil ich halt mit sowas eben auch ein bisschen gerechnet habe, dass hier vielleicht auch Amore reingehen. Das heißt, Vorfachsstärke gerade jetzt hier 17,4 Kilo Standard-Vorfachsmaterial, Fluorocarbon. Und ja, jetzt so langsam reicht's hier, ne? Kommt da so langsam mal ran hier. Oder? Das wäre jetzt auch der Hammer, Alter. Der hat ja noch richtig Bock. Aber er zieht nicht so richtig schnell ab. Ei. Vor allem, ich will halt die anderen Routen auch noch bearbeiten. Das ist ja der Knackpunkt, ne? Ich will ja jetzt hier nicht die ganze Zeit nur mit einem Fisch kämpfen. Denn wir wollen ja gucken, was an den anderen Routen gerade passiert. Gerade schon eine schön dicke, fette Schleie mit über 3 Kilo dran gehabt. Und da soll halt noch mehr gehen. Oh, ich falle hier fast rein in diesen kleinen... So, komm ran hier. Und schön die Spannung aufrechterhalten. Und pumpen hier. Ei. Der hat noch einfach Bock. Der hat einfach Bock, Alter. Überhaupt keine Chance. Komm ran hier. Aber das ist hier so ein klassisches Setup sozusagen. Von der Stärke des Sets, nicht direkt von der Route. Aber von der Stärke des Sets ist es quasi ein klassisches Setup eben. Wie man auch zum Beispiel startet am Bärensee. Das heißt, mit einem Vorfach, mit einer Vorfachstärke von 17, noch was, ist man da ganz gut mit bedient. Wenn man hier dann auch hier die Rolle, da ist ja die HSV dann drauf, da passt das dann ganz gut. Man kann da vielleicht noch ein bisschen stärker reingehen. Aber so für den Anfang ist das gar nicht so schlecht.
Oder wenn man anstatt einer HSV vielleicht noch die Alpha 8000 hat. Auch das funktioniert natürlich. So, nun kommen wir mal ran. Zum Glück bimmelt es da hinten noch. Ich habe es noch gehört. Futtermische habe ich natürlich auch reingeschmissen an dem Spot. Schön Schleinfuttermische. Auch das kriegt man, glaube ich, nicht so ganz leicht und schnell schon hergestellt. Nicht so wie Brassenfutter. Das kriegt man ja locker hergestellt. Da investiert man nur wenige 100 Silber in die Futtermische und ist dann schon beim Herstellen von der Brassenfuttermische auch absolut lohnenswert. Wer das nicht macht, tja, der hat da irgendwie andere Ziele im Game, aber auf jeden Fall nicht Grundangeln. Der macht wahrscheinlich dann eher Spinning. So, ich gehe mal hoch auf 29, maximale Bremse. Puh, keine Chance. Keine Chance. Ist der denn wirklich so groß, der Brocken, Alter? Dann müsste der ja theoretisch... Also ich würde mal sagen, dass wir auf jeden Fall über 10 Kilo haben. Vielleicht sogar zwischen 10 und 20. Ja, wird er schon irgendwo sein. Um die 15 herum. Abgefahren. Also ich würde sagen, ich drill die nochmal ein bisschen raus, denn wir wollen ja gleich zu dem Schleinspot. Und gegen Ende des Drills gucken wir halt nochmal. Und so langsam haben wir hier den Endspurt. Ich glaube, er ist schon fast zu sehen, der Brocken. Ja, da ist er, der nächste dicke, fette, weiße Amur. Ei, 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 ei. Ja, darum ist das hier. Bäm, Alter, mit schönen 18 Kilo und das auf dem ollen, schnöden Quarkteich mit Schleinfuttermische, Alter. Wild. Bäm. So, jetzt aber schnell zurück. Ei, ei, ei. Ja, das ist der Grund, warum man eben an manchen Stellen eher vorsichtig ist. Und warum auch die alte Festung zwar ab Level 12 beangelbar ist, aber vielleicht auch noch nicht ideal. Hatte ich ja auch in den letzten Videos schon, Tutorial-Videos schon mehrfach gesagt. Zack, Zielfisch. Dass man erst hier geht, hier hingeht an die alte Festung, wenn man Futtermische herstellen kann und wenn man sein Setup schon einigermaßen vernünftig zusammengebaut hat, dann macht das viel mehr Sinn. Futtermische ist, wie gesagt, das A und O. Ich meine, man kann natürlich auch hier mit einem normalen Feederset Start sich hinbegeben. Ei, ei, ei. Normales Feederset Start tut's natürlich auch. Ein bisschen anschlagen. Aber dann eben gucken, dass man eben nicht solche Köder nimmt, die eben auch amuraffin sind. Und das sind natürlich auch diese milchigen oder süßlichen Köder. Und da wird es dann echt ein bisschen tricky. Das heißt, ihr habt natürlich durchaus die Gefahr, wenn ihr sowas mit einem Quarkköder hier unterwegs seid und gerade dann auf Brasse aus seid, dass dann die Schleie der Amur dann reinrasselt, anstatt die gewünschte Brasse, ne? So, der nächste Brocken, gar nicht so schlecht. Vielleicht sollte ich mal hier vorne probieren auf Amure lieber, ey. Wahnsinn, Wahnsinn. Und hier muss ich jetzt gleich ein bisschen aufpassen. Jetzt ist es ein bisschen tricky. Der ist jetzt von der Position rechts neben der Insel vorbeigeschwommen. Bedeutet also, jetzt hier den gleichen Weg wie gerade kann ich nicht machen, weil dann liegt der hinter der Insel und ich kann den nicht drillen. Bedeutet also, würde der jetzt nochmal aggressiv weiter wegziehen. Und wenn dir das auch passiert mit einem kleineren Setup, gucken, spätestens wenn die Schnur halb leer ist, Attacke Vollgas, bis da hinten hin zur Brücke, über die Brücke rennen, die ganze Zeit die Spannung halten und ziehen und dann auf der anderen Seite hinterherlaufen. Weg von der mittleren Insel hier, denn sonst habt ihr es richtig, richtig schwierig. Je nachdem, wie wenig Schnur ihr halt drauf habt, kann das ganz, ganz übel enden. Zack, Abriss, leer gespult oder, oder. So, jetzt kommt er aber an, der hat nicht so viel Gewicht. Keine Ahnung, vielleicht liegt er so bei 5, 6 oder so. Der hat einfach gerade schön Zeit gehabt, richtig Gas zu geben, einfach wegzuziehen. So, auch immer wichtig, bisschen verschiedene Winkel, wenn man so ranzieht und pumpt. Nie den gleichen Winkel lassen, sondern auch, wie gesagt, in verschiedene Richtungen. Da gibt es extra einen Beitrag auch
dazu im Forum von RF4, dass man eben da etwas verschiedene Winkel nimmt beim Randziehen. Sieht manchmal halt auch ein bisschen wild aus. Ich kenne auch da viele verschiedene Kommentare zu. Aber wie gesagt, im Großen und Ganzen ist das immer die oder eine weitere Chance, dass die Fische eben dann nicht ausschlitzen. So, komm ran hier. Bremse passt soweit. Zum ganzen Thema Ausschlitzen gibt es ja bereits ein Video. Dickes, fettes Ausschlitzen auf dem Titel. Da einfach mal reinschauen, wenn dich das interessiert. Ich verlinke das am besten auch nochmal unten drunter. In die Kommentare schreibe ich das mit rein. Das ganze Thema Ausschlitzen, super komplex, woran das liegen kann, welche Komponenten damit reinzählen. Einfach mal anschauen, wenn du da ein bisschen Sorgen und Probleme mit hast. 10 Kilo, schmeckt. So, next. Da vorne bimmelt es schon wieder wild los. Die Rute, die ich gerade ausgeschmissen habe. Und die 1 jetzt hier wieder raus. Ich habe übrigens 10 Futtermischen drin. Ich bin hier auf 7 Meter geklippt. Kommen wir mal hier zu den wichtigen Infos. Hoppala, komm ran. Zack, die nächste Schleie, 2 Kilo. Und ich habe mittlerweile, also ich hatte 10 Futtermischen angefüttert. Und dann habe ich von 2 Routen, noch ein kleiner Flug, weißer Amur, von 2 Routen die Futtermische jetzt runtergemacht und lasse die nur noch auf der mittleren jetzt drauf, dass jetzt hier nicht mehr so ganz viel Futtermische reingeballert wird mit jedem weiteren Auswurf, sondern eben nur noch hier auf der mittleren Route jetzt die Futtermische drauf ist. Links und rechts sind die dann runter. Also, gucken wir nochmal eben rein. Feederrouten hier, natürlich sehr starke und Endgame-Feederrouten, die ich hier verwende, die muss man natürlich so nicht verwenden. Da reichen, wie gesagt, auch für die Tragfähigkeit passende Feederrouten. Oder ihr überspringt die Feederrouten direkt, so wie auch in den Tutorials gesagt, und geht sofort bei 60% Grundangeln auf die Karpfenrouten. Und dann eben auch da das Set aber angepasst auf die Rolle, die ihr anfangs habt und nicht angepasst auf die 40 Kilo Karpfenrute, denn das schwächste Glied ist ja dann immer noch die HSV. Hier jetzt mit 15 Kilo Bremskraft, dementsprechend müssen wir hier keine 30, 40 Kilo Schnur draufpacken, sondern da reicht halt auch eine 19 Kilo Schnur, einen 17 Kilo Vorfach, alles schön entspannt und man hat auch da dann eine ganz gute Bissfrequenz und doch noch kräftige oder viel Power, die man ausüben kann und nicht ganz so viel Scheuchwirkung wie mit den dicken, fetten Schnüren. Was man natürlich auch machen kann, wenn man hier an der Stelle gerade ist, man kann natürlich auch durchaus, weißt du was, das machen wir mal eben, ich habe hier gerade ausgeworfen, man kann auch durchaus natürlich hier in der Nacht dann einfach mal den Tauwurm mit ausschmeißen. Wir haben es gerade 3:30 Uhr morgens. Wenn man da drauf ist, Schleie ballert auch mal auf den Tauwurm. Und was ballert noch da drauf? Na klar, der Aal. Also den Aal nehmen wir natürlich auch noch gerne mit, wenn er denn zufällig gerade hier ist. Wenn nicht, dann nicht, ist ja auch nicht so schlimm. Wir wollen ja auf Schleien. Ja, im Großen und Ganzen noch nicht so viele Schleien. Das hier vorne war gerade der Test. Das war hier der ganze Futtertest mit den verschiedensten Ködern. Und dann ging es hier ab hier, wie gesagt, der dicken Schleie ging es los. Mit dem Quark, da war dann der erste Biss auf Quark und die Ködereinstellung und ab hier ist dann alles auf Quark. Einmal komplett alles umgestellt. Ja, also im Großen und Ganzen schmeckt, Frequenz ist auch da, sieht richtig gut aus, sieht wild aus. Finde ich gerade auch richtig, richtig gut, dass das auf so einem simplen Quarkköder hier so gut abgeht. So kann das gehen. Ich glaube, ein Kaffeeauftrag war, müsste auch noch drin gewesen sein. 800 Gramm Schleie, 3 Kilo Amur sind, glaube ich, auch noch mit drin. Zack, der nächste hier. Jawohl. Hopp. Und der nächste, guck mal, den Schuppi, Alter. Alter, das ist aber hier gerade ein buntes Portfolio. Ich bin ja echt angetan. Buntes Portfolio an verschiedensten Fischen. Gutes Gewicht. Zack. Gutes Gewicht. Und noch ein fetter Barsch. Nice. Alles, was die Festung hergibt. Und jetzt guck sie an. Die Frequenz ist echt sensationell. Hier ist wahrscheinlich gleich wieder ein Amur. Das zuppelt schon wieder so lange. Dolle Kopfschläge und ewig langes Zuppeln.
ist dann kein Rotauge, sondern dann eher der Amur. Die Schnur haut ab. Der ist schon dran, jawohl. Epp. Und die Trophy-Schleie, Alter. Also, easy. Na, das musste doch noch sein, oder? Abgefahren. Schmeckt. Immer gerne mitgenommen. 4,4 kann man gut reinstellen. Wunderbar, Alter. Sehr schön. Und das auf dem Quark mit Schleinfutter. Schnell wieder raus damit. Zack. Und hier den nächsten Brocken ziehen. Yep, da ist er, der kleine nervige Amur. Wir ziehen hier, würde ich sagen, am besten noch ein paar Schleien. Petri, ihr Lümmels, wenn das Ganze geholfen hat, gerne einen Daumen da lassen fürs Video. Den Kanal abonnieren, das hilft mir wahnsinnig. Vielen Dank dafür. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch montags, mittwochs und freitags um 19 Uhr. Petri.